Der erste Airbus A380 der Lufthansa ist wieder in München angekommen und damit nun endlich fast vollständig einsatzbereit für die ersten Flüge mit Passagieren. Was daran so besonders ist und was es Neues über dieses Thema zu wissen gibt, klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Von München aus wird der erste reaktivierte, frisch durchgecheckte A380 der Lufthansa ab Anfang Juni wieder auf Strecken in die USA eingesetzt. Das erste Ziel auf dem Plan ist Boston, kurz danach kommt dann noch New York mit dazu. Bis hierhin war es ein ziemlich weiter Weg, der in gewisser Hinsicht tatsächlich der Einflottung eines komplett neuen Flugzeugtypen bei einer Fluggesellschaft gleicht. Und erkennbar an dieser großartig platzierten Band auch wie ein solcher gefeiert wird. Wenn wir das schon so miteinander vergleichen, dann schauen wir uns erstmal an, wie die Einflottung des A380 damals bei Lufthansa ausgesehen hat. Denn so lang ist das ja noch gar nicht her. Lufthansa war, wie in der Geschichte bereits bei einigen Flugzeugtypen, unter den Erstkunden mit dabei. Und orderte nicht nur sehr früh den A380, das war bereits im Jahr 2001, sondern war mit eigenen Leuten auch an der Entwicklung und der Einführung der Maschine beteiligt. Bereits kurz nach dem Erstflug des A380, der war im Jahr 2005, durfte eine kleine ausgewählte Gruppe, bestehend aus 4 Lufthansa-Piloten, darunter Jürgen Raps, den A380 steuern, Feedback an Airbus geben und so an der Entwicklung mitwirken. Alle 4 Piloten kamen damals von der A330 und A340 Flotte der Lufthansa und bekamen als erste der Airline ihr Type Rating, also die Musterzulassung für den brandneuen A380 direkt bei Airbus in Toulouse. Da sie mit dem A330 und A340 ja bereits eine Zulassung für ein Sidestick-gesteuertes Fly-by-Wire-Flugzeug von Airbus hatten, konnte das Training für den A380 deutlich verkürzt werden, weil eben viele Komponenten im Cockpit identisch und auch die Systemarchitektur der verschiedenen Flugzeuge in der Basis gleich ist. Für das vollständig uneingeschränkte Rating folgt dann noch ein sogenanntes Line-Training, also das Flugtraining auf dem echten Flugzeug, bei welchen dann einige Legs geflogen werden müssen, also einige einzelne Flüge auf der Maschine durchgeführt werden. Und auch das machten diese 4 Piloten bei Airbus selbst. Denn zu diesem Zeitpunkt gab es ja noch gar keine Airline, die einen Airbus A380 im normalen Passagierbetrieb einsetzte. Die flogen ja damals auch keinen fertigen A380, sondern einen Prototypen von Airbus. Also ein Testflugzeug, für den es noch keine wirklich fertigen Handbücher, noch keine wirklich fertigen Arbeitsverfahren gibt, sondern vor allem eben erstmal Erfahrung von Airbus selbst, von den Testpiloten und dann eben auch von den Lufthansa-Piloten, die dieses Flugzeug hier von Anfang an mit begleiten durften. Airbus machte mit dem A380 dann eine ganze Menge Tests, also alle Tests, die eben nötig waren, um die Zulassung von der FAA und der EASA zu bekommen. Damit das dann Ende 2006 gemacht werden konnte, wurden über 2700 Flugstunden absolviert, mehr als 1800 Starts und Landungen. Das alles unter verschiedensten Bedingungen, all diese Tests, die ihr vielleicht schon mal auf YouTube gesehen habt. Und bei den ersten Testflügen mit Passagieren an Bord und im sogenannten technischen und kommerziellen Route Proving Ende 2006 und im Frühjahr 2007 wurden dann zahlreiche Langstreckenflüge letztendlich durchgeführt mit eben diesen Prototypen, dann aber eben ausgestattet mit einer Kabine, bei denen dann mittlerweile über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa in Cockpit und Kabine, aber eben dann auch noch einige weitere 100 Bodenmitarbeiter der deutschen Airline überall auf der Welt den A380 kennenlernen und auch hier noch mitentwickeln konnten. Während dieser Reisen kam der A380 dann auch mehrfach nach Frankfurt, also an den Flughafen, von wo aus die Lufthansa ihn dann in den nächsten Jahren einsetzen sollte. Im April 2007 wurde in Frankfurt der erste komplette Turnaround für einen A380 gemacht. Also die Abfertigung am Boden unter realistischen Bedingungen, die wurde da trainiert und perfektioniert. Und auch das alles wieder unter der Leitung von Lufthansa. Und so wurde nicht nur der Frankfurter Flughafen, sondern auch Lufthansa selbst quasi perfekt auf den A380 vorbereitet. Und die Fluggesellschaft hatte schon eine beachtliche Anzahl an Mitarbeitern, die teilweise schon jahrelange Erfahrung mit dem A380 hatten, bevor überhaupt erst der erste A380 in Lufthansa-Farben unterwegs war. Wie die Übergabe des ersten Fliegers dann genau ablief, schauen wir uns gleich an. Vorher darf ich euch diesen Monat so wie jeden Monat wieder Blinkist empfehlen. Ihr kennt die App mittlerweile. Blinkist liefert euch die wichtigsten Gedanken und Ideen aus mittlerweile über 5500 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien und auch die wichtigsten Ideen und Gedanken aus Podcasts, zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten zum Anhören oder zum Lesen. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem wie ihr das haben wollt und falls euch ein Buch richtig gut gefällt. Viele der Bücher findet ihr als komplettes Hörbuch dann direkt in der App verfügbar. Und ich habe über die App schon eine ganze Menge Bücher kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich so nicht gefunden hätte. Zum Beispiel das hier, die 1%-Methode, ist ein sehr schönes Buch,
Buch, mit dem man sich einfach mal hinsetzen und ein bisschen lesen kann, aber eben auch ein sehr schönes Buch, dessen Ideen und Gedanken ganz einfach zusammengefasst werden können. Und das macht dann eben Blinkist für euch. Ich nutze Blinkist gerne zum Kochen oder zum Wäschewaschen, wenn ich einfach nebenbei irgendwas zum Anhören haben möchte, und lasse mir von der App dann auch einfach neue Bücher vorschlagen. Und wenn mir die Bücher so gut gefallen, wie zum Beispiel das, was ich euch eben gezeigt habe, dann hole ich mir die Dinger auch direkt als komplettes Buch fürs Bücherregal. Blinkist entwickelt sich auch immer weiter. Es kommen immer neue, auch sehr aktuelle Bücher mit dazu. Und Blinkist bekommt auch neue Funktionen, zum Beispiel Blinkist Connect, worüber ihr die Möglichkeit habt, euren Blinkist Premium Account mit einer weiteren Person zu teilen. Das bedeutet, ihr behaltet eure zwei völlig voneinander unabhängig laufenden Accounts mit euren Favoriten, mit euren Lieblingsbüchern und so weiter, aber es ist zweimal Premium zum Preis von 1. Ihr könnt dann Blinks miteinander teilen, könnt euch bestimmte Stellen markieren, könnt Kommentare dazu hinzufügen und könnt so einfach mit einem Freund oder einer Freundin zusammen eure Lieblingsbücher untereinander austauschen. Deswegen, ich empfehle euch Blinkist immer wieder sehr, sehr gerne. Es gilt immer noch, der Link unten in der Videobeschreibung, blinkist.de/aeronews, der liefert euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Und über den Link könnt ihr die App auch 7 Tage kostenlos testen, und zwar in vollem Umfang. Und so könnt ihr rausfinden, ob das wirklich was für euch ist. Vielen Dank für die großartige Unterstützung und weiter geht's. Es gab dann also diese Gruppe bestehend aus 4 Lufthansa A380 Piloten, und die waren dann ab 2009, als der erste A380 Simulator ins Lufthansa Trainingszentrum nach Frankfurt kam, damit beschäftigt, erstmal vor allem weiteres Ausbildungspersonal für diesen Flieger auszubilden, dann aber eben auch ganz einfach Cockpitpersonal für diesen Flieger auszubilden. Ungefähr 100 Piloten waren das im ersten Jahr, während der erste A380 für Lufthansa, die Mike Alpha, bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder ausgestattet und für den Passagierbetrieb vorbereitet wurde. Im Mai 2010 war es dann endlich soweit und die erste Maschine wurde in Hamburg an Lufthansa übergeben. Knapp 2000 geladene Gäste gab es für diese Veranstaltung. Nettes Programm, ein bisschen Musik, ein paar Worte vom damaligen Lufthansa-CEO, das war noch nicht Carsten Spohr, und ein roter Teppich zum Flieger wurde ausgerollt. 21 Flugbegleiter, 500 geladene Gäste und Jürgen Raps im Cockpit brachten den A380 dann nach Frankfurt. Da war das Wetter ziemlich schlecht, die Stimmung aber trotzdem sehr gut, und in der A380-Halle in Frankfurt wurde der Flieger getauft und gefeiert. In den Wochen danach wurde die Maschine von Lufthansa Technik final für den Passagierbetrieb vorbereitet. Die kümmern sich dann darum, dass die richtige Software auf dem In-Flight Entertainment System drauf ist, dass überall die richtigen Magazine, überall die richtigen Sicherheitskarten, all solche Features wirklich für den Erstflug perfekt sind. In der Zeit konnten Kabinenbesatzung das Flugzeug begehen und ihr Training auf dem A380 absolvieren, und Lufthansa-Piloten nutzten den Flieger, um dann Trainingsflüge damit quer durch Deutschland, Österreich und Schweiz zu absolvieren. Zum einen, um die Landungen zu machen, die sie brauchen für ihr Type Rating, und zum anderen, um Line Training wieder, um diese einzelnen Legs, um diese einzelnen Flüge zu absolvieren. Und natürlich auch, um das Flugzeug zu präsentieren und es einfach der ganzen Öffentlichkeit zu zeigen. Und dann ging es gut 3 Wochen nach der ersten Auslieferung tatsächlich los und die Maschine machte sich auf den Weg von Frankfurt nach Tokio. Das war die erste Strecke, die Lufthansa mit dem A380 bediente. Und jetzt? Jetzt ist der erste reaktivierte A380 in München, nicht Frankfurt, sondern die A380-Base ist jetzt München. Und dieser Flieger ist nicht die Mike Alpha, der erste damals ausgelieferte A380, sondern es ist die Mike Kilo, einer der jüngsten A380 der Lufthansa. Über die eigentliche Reaktivierung des Flugzeuges, über den Flug mit ausgefahrenem Fahrwerk von Teruel nach Frankfurt, über den Gearswing und über den großen C-Check in Manila haben wir schon ausführlich gesprochen. Worüber wir noch nicht geredet haben, sind die Ähnlichkeiten dieser Reaktivierung zur Einführung des damals noch ganz neuen Flugzeugtypen A380 bei Lufthansa. Angefangen im Cockpit, die 4 A380-Piloten von damals, die sind in ihrer Konstellation zwar nicht mehr zusammen, aber die Herangehensweise ist jetzt tatsächlich ganz ähnlich. Denn Lufthansa hat die A380-Lizenzen der Piloten nicht mehr verlängert und die Anzahl der Trainer auf ein absolutes Minimum reduziert. Und jetzt nimmt die Ausbildung wieder Fahrt auf. Das heißt, Stand jetzt besteht die Trainergruppe für den A380 bei Lufthansa aus 12 Piloten, die nun wiederum andere Trainer schulen, um dann gemeinsam möglichst schnell wieder Cockpitpersonal auszubilden. Gut 100 Piloten sollen das in diesem Jahr werden. Und ihr seht, ist die gleiche Größenordnung wie auch schon im Jahr 2010. Ähnlich läuft das dann beim Kabinenpersonal. Etwa 400 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter braucht Lufthansa pro aktivem A380. Und die werden bereits geschult und können die Mike Kilo in München bis Anfang Juni noch für zum Beispiel Flugzeugbegehungen, um sich das alles anzuschauen, nutzen. Alle anderen Trainingseinheiten finden in den Schulungsräumen und Mockups der Lufthansa statt. Im Training läuft es also tatsächlich ganz ähnlich wie bereits vor etwas mehr als 10 Jahren. Das ist sehr aufwendig, es sind sehr viele Leute, die da trainiert und geschult werden müssen. Das bindet sehr viele Kapazitäten, es kostet sehr viel Geld, aber man hat Erfahrung damit und die Lufthansa kann das selbstverständlich auch bewerkstelligen.
Auf der anderen Seite, auf der technischen Seite, könnte es sogar noch etwas einfacher sein, denn der Flughafen München kennt den A380, Lufthansa Technik kennt den A380 und Kinderkrankheiten in Anführungszeichen wie damals 2010, als es die Triebwerksprobleme zum Beispiel aufgetreten auf dem Qantas-Flug gab, das sollte es mittlerweile eigentlich nicht mehr geben. Trotzdem finden jetzt mit den reaktivierten A380 natürlich Trainings- und Testflüge statt. Was damals der sogenannte Customer Acceptance Flight war, mit dem die Lufthansa den A380 brandneu von Airbus übernahm, ist heute ein Maintenance Check Flight nach der großen Wartung in Manila. Auf diesen Flügen wird alles getestet und überprüft, genau wie damals eigentlich. Am Ende steht dann da ein quasi neues Flugzeug. Was damals unter anderem die Flüge durch Deutschland, Österreich und die Schweiz waren, sind heute zum Beispiel Platzrunden in Leipzig, bei denen mit Touch and Goes, also aufsetzen und direkt wieder durchstarten, Landung trainiert werden. Und wahrscheinlich wird man in den nächsten Wochen noch ein paar andere deutsche Flughäfen mit dem A380 anfliegen, um dort Landung zu trainieren. Und so wie es aussieht, überprüft Lufthansa noch immer die Möglichkeit, den A380 für beschleunigtes Training, vergleichbar mit der 787-Einführung, auch auf Kurzstrecken einzusetzen, um darüber dann möglichst schnell möglichst viele Legs zu generieren, also wieder möglichst viele einzelne Flüge, auf denen man dann die Piloten trainieren kann. Allerdings ist es mit dem A380 nicht ganz so einfach wie mit der Boeing 787, denn den A380 in kurzstreckentauglicher Geschwindigkeit abzufertigen, ist tatsächlich nicht so gut möglich wie mit einer Boeing 787. British Airways hat zum Beispiel auch gezeigt, mit ihren Flügen zwischen London und Frankfurt, dass wenn das mit den Flughäfen alles passt, wenn das mit dem Timing alles passt, kann das auch mit einem A380 funktionieren. Schauen wir mal, was die Lufthansa daraus machen wird. Die Aufgabe ist auf jeden Fall enorm groß und deswegen auch teuer. Knapp 20 Millionen Euro soll es kosten, einen einzelnen A380 wieder zu reaktivieren. Und ihr seht, was da alles mit dranhängt. Also erstens, wie lange es dauert, diesen Flieger wieder zu reaktivieren und wirklich mit Passagieren wieder in die Luft zu schicken. Und zweitens, was es einfach für ein Aufriss ist, im Training, in der Technik und so weiter. Es ist halt tatsächlich eine zweite Einführung des A380 in einen Flugbetrieb. 2010 und 2023. Und das macht die ganze Sache auch irgendwie so einzigartig und spannend. Und Lufthansa wird wahrscheinlich sogar alle 8 ihr verfügbaren A380 wieder zurückholen. Was man dann aber auch dazu sagen muss, der Plan in der Corona-Krise, die Komplexität der Langstreckenflotte durch das Rausschmeißen einiger Widebody-Flugzeugtypen zu reduzieren, der ist nicht so richtig aufgegangen. Weil eben neue Flugzeugtypen verspätet ausgeliefert werden. Was man eben zum Beispiel an diesen großen Herausforderungen, an diesen ganzen Aufgaben und an den dann daraus entstehenden nochmal kleineren Teilflotten erkennen kann. Es gibt jetzt irgendwie ein paar 340-600, dann gibt es aber noch ein paar 340-300, aber auch noch ein paar 330-300, jetzt aber auch wieder ein paar 380, aber auch neue A350, die aber nicht genauso aussehen wie die eigentlichen Lufthansa A350, aber da kommt ja bald noch der 350-1000. Ach ja, und die 787 ist ja auch noch neu und eigentlich auch noch nicht in der finalen Lufthansa-Konfiguration. Naja, also so können sich die Prioritäten verschieben, aber das macht die Sache für uns ja umso interessanter. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende neue Infos für euch mit dabei. Nicht, dass ihr euch denkt, hä, warum reden wir hier immer nur über dieselben Themen? Es passieren halt viele spannende Dinge und man kann da viel Spannendes drüber erzählen. Denkt an Blinkist, erster Link in der Videobeschreibung, kann ich euch sehr empfehlen und sehen uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.